Nee, Dinosaurier kann man nicht essen, Schatz. Das ist das chaotischste Food Haul Video, das ich jemals gemacht habe. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin sehr happy, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Food Haul wieder mal für euch, inklusive Essensplanung. Wobei das Video heute sich vielleicht so ein klitzekleines bisschen darin unterscheidet, dass ich nur 5 Gerichte geplant habe. Es ist bei uns gerade alles etwas durcheinander und daher habe ich gerade auch für viele Sachen einfach nicht den Kopf, beispielsweise die Speiseplanung. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt mit Mühe und Not da 5 Gerichte irgendwie aus dem Ärmel gezogen. Aber so ist es halt auch manchmal. Ich war jedenfalls heute Morgen einkaufen. Ich habe alle Einkäufe hier wie immer hinter mir aufgebaut. Ich kündige schon mal kurz vorweg an, falls es gleich im Hintergrund richtig schön laut wird. Es sind Handwerker im Haus, das heute auch noch ist. Irgendwie heute ist so ein Tag, wo irgendwie gefühlt alles schief geht. Aber wir versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Und ich habe zumindest so ein paar leckere Sachen gekauft, die meine Laune so ein bisschen heben. Seht ihr gleich. Wie immer lege ich los mit Obst und Gemüse. An Gemüse gab es erstmal einen dicken Sack Möhren. Möhren haben wir immer zu Hause und werden auch echt viel verkocht bei uns. Aber mein Sohn isst die auch gerne so. Und da geht's los im Hintergrund. Neuer Knoblauch musste her. Außerdem Suppengemüse, weil ich eine Suppe kochen möchte. Und Brokkoli. 2x Gurke für Salate und auch so zum Snacken. Und eine Packung Paprikamix. Außerdem gab es mal wieder einen schönen Hokkaido-Kürbis. Der soll in den Ofen. Ich möchte nämlich mal wieder Ofenkürbis bzw. Ofengemüse machen. Und mit Kürbis, ja, immer gerne, immer her damit. An Obst, Bananen nehme ich eigentlich immer mit bei meinen Wocheneinkäufen. Und ich freue mich sehr, dass die Mandarinenzeit jetzt wieder losgegangen ist. Deswegen ein Netz Mandarinen. Die isst mein Sohn vor allem auch besonders gerne. Also da kann er echt, wenn ich ihn nicht aufhalten würde, würde er fast so ein komplettes Netz auf einmal essen. Äpfel habe ich gekauft. Es gab leider nicht die Pink Lady, deswegen habe ich diese hier genommen. Das sind Elster. Und ich habe Kiwi gekauft, eigentlich 3 Stück. Eine wurde allerdings gerade schon, ja, von meinem Sohn verschlungen, der nämlich heute zu Hause ist. Ich mache weiter mit den gekühlten Sachen, damit ich die endlich mal wegräumen kann. Ich habe 3-mal Milch gekauft. Eine Packung Feta brauchen wir für ein Gericht und wir brauchen geriebenen Käse. Ich habe diesmal den Gouda genommen. Joghurt. Ich habe 4-mal Stracciatella-Joghurt mitgenommen, weil ich finde, Stracciatella-Joghurt ist einfach der geilste Joghurt ever. Ich habe außerdem diese Fruchtjoghurts mitgenommen. 1-mal Erdbeere und 1-mal, ich glaube, Mango-Maracuja war es. Auch der wurde schon direkt aus der Einkaufstüte herausgeklaut und gegessen. Das zieht sich jetzt auch so weiter durch diesen Einkauf. Auch das nächste ist schon aufgemacht und wurde schon von gegessen. Eine Packung Geflügelwiener brauche ich für die Suppe. Außerdem eine Packung Brötchen. Ich mache das ja immer so, ich kaufe eine 1 bis 2 Packung von diesen Aufbackbrötchen und ein richtiges Brot backe ich immer selber. Und dann habe ich 2 Packungen Fusilli mitgenommen. Das sind unsere Notfallnudeln, die wir immer zu Hause haben für den absoluten Notfall, wenn es mal schnell gehen muss. Sonst machen wir nämlich die Nudeln eigentlich auch immer selber mit unserem Pasta-Maker. 1-mal Reis. 1-mal Tortellini. Wir haben noch eine Packung in der Vorratskammer. Und ich wollte eigentlich 2 kaufen, damit wir 3 Packungen haben, weil wir nämlich aktuell eine Person mehr sind. Deswegen brauchen wir eigentlich 3, aber es gab nicht mehr die mit Ricotta und Spinat. Es gab nur noch die sonst mit Schinken. Das war die allerletzte Packung mit Ricotta und Spinat, die ich noch erwischen konnte. Deswegen mal gucken, ob ich noch irgendwo anders eine Packung davon kriege. Ganz wichtig, was nämlich lange leer war, waren eingelegte Gurken und ich liebe die und mein Sohn liebt die auch und ich mache ihm total gerne abends beim Abendessen so einen, ja, einfach wie so einen bunten Teller, nenne ich es immer, halt Brot, so ein bisschen klein geschnitten und ein paar, ja, andere Sachen noch dazu, irgendwie ein hart gekochtes Ei oder noch Gemüsesticks und so und total gerne lege ich ihm halt auch diese Gürkchen dazu, die mag er nämlich wirklich gerne. Und dann brauchten wir noch neues Öl zum Braten. Und wie immer Eier, diesmal allerdings nur eine Packung. Wir haben nämlich noch, ich glaube, wir haben nämlich noch welche im Kühlschrank und so sollte das dann auf jeden Fall reichen. Bevor wir zum langweiligen Haushaltskram kommen, kommen wir jetzt zu den Sachen, die wirklich Spaß machen, nämlich dem Weihnachtssüßkram. Hier konnte ich einfach echt nicht dran vorbeigehen. Einmal so eine Box mit Haribo und so Weihnachtsmotiven. Das ist eigentlich wie so ein bisschen wie Colorado, allerdings ohne Lakritz. Aber ja, sehr cool. Freue mich sehr drauf. Außerdem eine Packung Dominosteine.
Mag ich auch, ich esse sie einfach super gerne. Nee, Dinosaurier kann man nicht essen, Schatz. Ja, ich zeige jetzt einfach nur noch. Und Lebkuchen. Das ist das chaotischste Foodhaul-Video, das ich jemals gemacht habe. Jetzt einmal ganz schnell, ich zeige jetzt einfach den langweiligen Haushaltskram. Zeba. So, es ist ein Weilchen später. Es war gerade ein absolutes Ding der Unmöglichkeit zu drehen und ich hoffe, ich habe jetzt noch ein kleines Zeitfenster, um dieses Video fertig zu machen. Ich sag's euch, es tut mir leid, dieses Video ist total chaotisch. Eine Sache habe ich noch nicht gezeigt, beziehungsweise eigentlich zwei Sachen. Auch das eine davon ist bereits schon in Benutzung. Aber das eine, das ist ein neues Keksdosen-Set. Das sind drei Stück. Wir haben nur zwei Keksdosen. Diese hier, und die sind tatsächlich auch schon gefüllt. Und ich habe schon seit Jahren immer gesagt, wir brauchen definitiv mehr Keksdosen als nur diese zwei für die ganzen Weihnachtsplätzchen. Deswegen habe ich dieses Dreier-Set mitgenommen. Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet, drei Dosen. Und die Größe davon, also die ist echt riesig groß. Also das war jetzt mal so im Vergleich, das war vorher unsere große und die ist halt echt nochmal... ja, ein ganzes Stück größer. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Außerdem habe ich noch gekauft für den Kleinen. Und es fängt jetzt gerade bei ihm an, dass er Dinosaurier ganz cool findet. Und ja, er steckt im Moment halt auch ziemlich viel zurück. Und deswegen habe ich ihm dieses riesige Stickerbuch besorgt. Also das ist wirklich riesengroß. Und ich, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was es gekostet hat. Ich gucke mal gerade. 3,99 Euro, finde ich, ist auch noch ein vertretbarer Preis für so ein riesiges Buch. Und da sind also wirklich ganz, ganz viele, das ist schon aufgemacht, weil er fand's, wollte natürlich sofort damit anfangen, hat schon ein bisschen geklebt. Da sind ganz viele Sticker drin und man kann auch ausmalen. Hier so ein paar Dinos kann man noch farblich ausmalen, genau. Das habe ich ihm auch noch mitgenommen. So, jetzt kommen wir dazu, was das Ganze gekostet hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Es war nämlich echt nicht teuer dafür, dass ich so viel Mist irgendwie gekauft habe. Aber wie gesagt, es sind diese Woche auch nur 5 geplante Gerichte und vieles oder einiges hatten wir halt auch zu Hause, beziehungsweise die Gerichte brauchten gar nicht, ich brauchte gar nicht so viele Zutaten für die Gerichte kaufen. Eine Sache ist mir eingefallen, die habe ich nicht bekommen von der Einpackung Tortellini, die ich noch brauche, abgesehen, nämlich ich brauche noch Spargel im Glas. Ein Gericht. Trotzdem habe ich insgesamt nur 51,72 Euro bezahlt. Finde ich absolut vertretbarer Preis für diesen Wocheneinkauf, weit unter Budget. Aber wie gesagt, vieles oder einiges hatten wir auch schon zu Hause, in der Tiefkultur beispielsweise. Nämlich, was ich machen möchte, dafür brauche ich nämlich einen Spargel im Glas, ist Hühnerfrikassee. Gab es hier sehr, sehr lange nicht mehr, weil ihr wisst, dass ich sehr wenig mit Fleisch koche mittlerweile. Und ich habe gesehen, wir haben noch so ein Stück Putenbrust in der Tiefkultur. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wann genau das ist, aber so ewig lang kann es eigentlich auch noch nicht her sein. Und ich dachte, dann nutze ich das, um mal wieder ein Hühnerfrikassee zu machen, weil wir das nämlich eigentlich sehr, sehr gerne essen. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Gericht, das ohne Fleisch halt, also mit Fleischersatz irgendwie ein bisschen, ja, nicht so meins ist. Dann ebenfalls aus der Tiefkultur ist Fisch. Ich habe ja schon mal erzählt, dass wir immer mal wieder regelmäßig mit dem, was aus unserer ja, Monatskasse, Monatshaushaltskasse für den Einkauf übrig bleibt, was schon hin und wieder tatsächlich vorkommt, das sammeln wir immer und entweder wir kaufen davon unseren Kaffee im Angebot oder wir gehen davon zu Metro und kaufen dort Fisch ein. Und das haben wir vor einiger Zeit gemacht und wir haben noch was in der Tiefkühltruhe. Deswegen wird es an einem Tag Fisch geben mit Ofengemüse. Dafür brauche ich unter anderem den Kürbis. Kartoffeln haben wir noch hier, da möchte ich Möhrchen dazu machen. Und genau, das alles schön miteinander vermischen, richtig lecker würzen und ab in den Ofen und sehr lecker. Ein sehr simples Gericht an einem Tag möchte ich ganz stinknormal Omelette machen, aber mit Tomate und Feta. Tomaten haben wir nämlich auch noch ganz viele hier. Feta habe ich ja gekauft und Eier, was man dafür braucht, habe ich auch gekauft, beziehungsweise haben wir auch noch hier. Ich mache auch immer gerne so ein bisschen Reibekäse da rein, obwohl der jetzt mit Feta ist. Mein Sohn isst übrigens keinen Feta, der schmeckt ihm nicht, deswegen bekommt er dann halt einfach ein Omelett ohne Feta, stattdessen halt dann nur mit den Tomaten, wenn er denn möchte. Manchmal will er halt echt einfach nur stinknormales Omelett ohne irgendwas drin. Aber das mit einem leckeren Brot dann dazu, finde ich, ist auch immer eine sehr leckere Mahlzeit.
außerdem geplant an einem Tag Kartoffelsuppe mit Würstchen. Es ist Kartoffelsuppenzeit und ich liebe Kartoffelsuppe. Ich persönlich brauche da eigentlich gar keine Würstchen als Einlage drin, aber ja, die Männer in diesem Haushalt essen das immer ganz gerne. Deswegen gibt es die diesmal mit Würstchen. Häufig mache ich die dann halt auch einfach ohne. Die Würstchen habt ihr gesehen und sonst das Suppengemüse dafür und Kartoffeln, wie gesagt, habe ich auch noch hier. Ich würze mit, also sonst mache ich noch Zwiebeln mit rein, ich würze mit Lorbeerblättern und ja, Salz, Pfeffer, Brühe habe ich auch noch hier. Deswegen ist es auch immer ein sehr schönes, einfaches Gericht, wie ich finde, für das man nicht viel braucht, das aber trotzdem so richtig schön, deftig, lecker, satt macht. Und das letzte Gericht ist Tortellini-Auflauf. Ja, Tortellini habe ich gekauft, beziehungsweise einen Teil der Tortellini habe ich gekauft. Und ich mag den am allerliebsten mit so einer weißen Sahnesoße. Und ich mache dann total gerne da rein Brokkoli und Mais. Ich liebe diese Mischung. Ich koche den Brokkoli kurz ein bisschen vor und die Tortellini koche ich auch vor, allerdings nie komplett durchgegart. Dann mische ich das, mache eine Dose Mais dazu, mische auch das und dann kommt das erstmal in eine Auflaufform. In einer anderen Schüssel mixe ich dann ja, 1 bis 2 Eier mit ein bisschen Sahne und würze das dann mit Salz und Pfeffer. Man kann auch ein bisschen Muskat, sehr lecker ist auch ein ganz kleines bisschen Currypulver dazu. Das mixe ich, gieße das über die Tortellini und dann natürlich Käse obendrauf und ab in den Ofen und das schmeckt fantastisch, sage ich euch. Bevor es jetzt hier gleich wieder richtig, richtig laut wird, beende ich dieses Video. Ich möchte auch einmal noch mal ganz schnell Danke sagen für euren Support in den letzten Wochen. Ich finde es mega und auch wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, weil es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt etwas Liebes in die Kommentare, egal was. Ich freue mich immer darüber, von euch zu hören. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bei einem nicht ganz so chaotischen Video und ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich verlinke euch auch nochmal in den Kommentaren meine, ja, meine Playlist mit den Food Hauls und mit der Speiseplanung. Schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei. Und jetzt aber wirklich, ciao, ciao, bis nächste Woche.